Das ist Robokino und der hier hat endlich einen Namen. Seit heute gibt es Folge 5 der zweiten Staffel The Mandalorian und wenn ihr euch sonst so für Star Wars, Nerdkram, Videospiele, Filme, Serienkritiken und sowas interessiert, bleibt gerne mit einem Abo hier dabei. Viele haben geglaubt, ich meine, im Vorfeld war es ja schon bekannt, Ahsoka Tano wird ihren ersten Live-Auftritt bekommen. Eine Kultfigur aus The Clone Wars und aus Rebels, endlich live. Und, was ja auch kein Spoiler ist, sie wurde mit dem Fan-Favorite Rosario Dawson besetzt. Nun muss man halt nur mal die Folge abwarten, wann sie endlich auftaucht. Und viele haben da doch schon geglaubt, hundertprozentig wird sie ganz am Ende der Staffel irgendwo am Ende mal kurz auftauchen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen für viele, für mich auch. Nee. Folge 5, da ist sie dabei. Ich muss jetzt ein bisschen Spoilerwarnung aussprechen. Ich meine, wer das jetzt hier guckt, der will vielleicht mit mir ein bisschen quatschen in den Kommentaren über Star Wars, über The Mandalorian, über die Charaktere. Der hat auch schon den anderen Kram gesehen. Für die, die es wirklich noch gar nicht gesehen haben und sich nicht spoilern lassen wollen, jetzt, es ist einfach kaum noch möglich, mitten in der Staffel nichts mehr zu spoilern. Genau, Din Djarin, der Mandalorianer, der hat von Bo-Katan in der vorletzten Folge gesagt bekommen, es gibt einen Jedi, Ahsoka Tano, die ist auf dem Waldplaneten Corvus, bitte korrigiert mich in den Kommentaren, ich glaube Corvus, auf dem Waldplaneten, dort ist die, sag ihr, Bo-Katan hat dich geschickt, das ist der einzige Tipp, den ich dir geben kann. Wer jetzt bei einem Waldplaneten an so einen zweiten Waldmond Endor denkt, der liegt da falsch, denn dieser Waldplanet, der ist einfach nur trocken, karg. Das sind keine Wälder, das sind halt einfach nur Überreste von Bäumen, ausgetrockneten. Es ist eine, finde ich, wirklich toxische, dystopische Atmosphäre herrscht dort. Ja, auch seltsame einheimische Wesen, die da durchstapfen. Ist wirklich nicht so der Planet, den man sich unter Waldplanet vorstellt. Es gibt dort aber eine Stadt und da fliegt Din Djarin halt mal hin, denn ja, da ist Zivilisation, da kann man nach Anhaltspunkten suchen. Dort drin herrscht aber ein strenges Regiment. Die selbsternannte Magistratin herrscht dort und lässt das Volk mit Absicht leiden, foltert es. Sie dürfen nicht mit Fremden reden, es dürfte überhaupt also kaum gesprochen werden. Die Leute leben halt einfach in Angst, haben aber nichts anderes außerhalb dieser Mauern, sind da halt dann doch, auch wenn es elend ist, ein bisschen drauf angewiesen. Din Djarin darf dann halt auch in das Innere der Stadt, gibt es nämlich nochmal eine Mauer und da geht es dann halt zum Bereich der Magistratin und da ist halt alles wunderschön und da es doch sehr asiatisch geschmückt und ausgestattet ist, sind mir so Gedanken hochgekommen, ja, dass er erinnert einen so an die Dinge, die man über Nordkorea erzählt. Also so ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen. Nordkorea auf Corvus. Und da ist eben diese Magistratin und die hat halt Stress mit einem Jedi oder einer Jedi-Ritterin, Ahsoka Tano. Ja, die hat ja eigentlich den Jedi-Orden verlassen. Ich weiß, aber wir nennen sie jetzt halt mal Jedi. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Ahsoka, die räumt da nämlich ganz schön auf und die möchte etwas erfahren von der Magistratin, eine Information möchte sie haben, die sie aber nicht bekommt bisher. Und jetzt hat Ahsoka ihr ein Ultimatum gestellt, wenn du dich noch nicht bereit erklärst, hier dieses mir die Infos zu geben, dann mache ich euch alle kalt. Gut, jetzt die Magistratin, Glück im Unglück, da kommt der Mandalorianer, engagieren wir den doch mal, der soll Ahsoka fertig machen. Mando nimmt natürlich an, denn ja, so kommt er halt schneller an Ahsoka ran, er will die ja gar nicht fertig machen. Und natürlich findet er sie dann und was dann passiert, das sind so richtige, das waren so Star Wars Momente, für was ich diese Franchise
ja, Liebe, warum sie mir was bedeutet. Und man erfährt mehr über The Child, über das Kind durch Ahsoka. Und ja, das Kind hat jetzt auch einen Namen. Den werde ich jetzt an dieser Stelle jetzt nicht verraten. Schaut es euch an. Und wenn ihr das nur guckt, weil ihr denkt, oh, ich greife mal ein paar Infos ab, ich habe aber kein Disney Plus. Leute, ohne Witz, ich verdiene da nichts dran. Also ich habe keinen Affiliate-Link zu Disney Plus oder sowas. Ich rate euch einfach nur, wenn ihr ein bisschen was für Star Wars übrig habt, euch The Mandalorian auf jeden Fall reinzuziehen. Das war ganz speziell und das war richtig gut. Und was da so offenbart wurde, was so die Zukunft von The Child, dem Kind angeht, das Schicksal des Kindes ist ganz eng verknüpft mit dem von Din Djarin. Ganz im Ernst. Und wenn ich an die Möglichkeiten denke, die sich da in der Zukunft noch ergeben werden mit dem Kind, da läuft es mir schon, also da kriege ich Gänsehaut, ohne Witz. Das ist richtig, richtig cool. Zu Ahsoka selbst. Also wenn ihr da draußen Ahsoka-Fans seid, also ich glaube, da dürfte es keinen einzigen geben, der nicht, also keinen einzigen geben, der unzufrieden war damit. Für mich persönlich, und hört mir gut zu, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich bin quasi mit Episode 4, 5 und 6 groß geworden. Für mich war das, was ich da von Ahsoka gesehen habe, der krasseste und coolste Auftritt, Inszenierung eines Jedi-Ritters. Ja, sie ist eigentlich kein Jedi, sie ist ausgetreten, aber ihr wisst, was ich meine. Also das war ultra geil. Ich muss sagen, der Endkampf, der war ein bisschen lame. Die ganze Situation war cool inszeniert, aber ja, ging so. Dafür wurde am Schluss nochmal eine Person erwähnt. Die werde ich jetzt auch nicht spoilern, welche Person da erwähnt wurde. Ich auch, also dachte, boah, geil. Ich glaube, auch diese Person wird nicht in The Mandalorian vorkommen, sondern dann eher in der Ahsoka Tano-Serie. Denn da habe ich ja auch schon mal in einer anderen, war es eine Nerdiothek, drüber gesprochen, dass ich glaube, wenn, also Ahsoka soll ja ihre eigene Serie bekommen und dass es dann halt einfach darum geht, Ezra Bridger zu finden, und da spielt noch eine andere Person ein bisschen eine Rolle. Also das war dann halt schon wieder richtig gut, und in der letzten Folge haben sie ja schon echt ein Fass aufgemacht und jetzt in dieser Folge geht das einfach storytechnisch richtig, richtig gut weiter. Was darf man noch sagen? Michael Biehn war dabei. Hier, Reese aus Terminator 1, der war dabei. Hatte eine ganz lässige Rolle. Hat mich gefreut, den mal wieder zu sehen. Und ansonsten, es war eine magische Folge. Und es hat mir einfach gezeigt, dass ich Star Wars einfach unglaublich liebe, dass es mir wichtig ist. Es ist nicht immer alles gut, aber bei der Masse, die es jetzt mittlerweile an Star Wars gibt, muss ich aber, wenn ich zusammenzähle, unterm Strich sagen, da ist mehr, was geil ist, als das, was schlecht ist. Damit, mit diesem Satz, übergebe ich mich den Kommentaren. Nee, wäre wirklich cool, wenn wir ein bisschen darüber quatschen, was ihr so denkt darüber, was habt ihr so für Theorien, was noch mit The Child passieren kann. Und tja, dann, wie gesagt, sehen wir uns in den Kommentaren. Ein Abo wäre schön, Like wäre toll, und diesmal sage ich's, möge die Macht mit euch sein.